Hallo Ecki, na, wie geht es dir? Ich bin traurig, nach allem, was gestern passiert. Was meinst du? Na, das letzte Abendmahl von Jesus. Und dann, dass er von seinem Freund Judas verraten wurde und die anderen Freunde ihm nicht helfen durften. Und er dann auch noch verhaftet wurde. Ja, Ecki, das ist wirklich traurig. Aber es ist auch noch nicht vorbei, weißt du? Der Tag gestern, der Tag vom Abendmahl, der heißt bei uns zu Hause ja Gründonnerstag. Weil da alles grün ist? Nein. Das Grün kommt nicht von der Farbe. Das kommt eher von einem anderen Wort, nämlich von Greinen. Das ist wiederum ein anderes Wort für Weinen. Also es ist der Tag, an dem das große Weinen losgeht. Und das setzt sich dann heute am Karfreitag fort. Und woher kommt dieses Wort? Das kommt von Kara. Das ist ein anderes Wort für Trauern, für Schmerz. Also das ist der Trauer-, der Schmerzensfreitag. Weil wir immer noch daran denken, dass Jesus an diesem Tag gestorben ist. Aber sag mal, wo sind wir denn hier? Ich sehe Jesus gar nicht. Nein, es ist noch zu früh. Wir sind hier im Vorhof vom Palast. Schau, da vorn, da ist Petrus. Da ging das Tor auf. Ein Mann schlich sich in den Hof. Er schaute ängstlich um sich. Doch niemand beachtete ihn. Petrus war es, der Jünger Jesu. Er war Jesus bis hierher gefolgt. Er wollte erfahren, was mit Jesus geschah. Er wollte es genau wissen. So setzte er sich zu den Männern ans Feuer und lauschte. Doch immer wieder spähte er heimlich hinüber zu dem Saal, wo sie Jesus verhörten. Da kam eine Magd auf Petrus zu. Sie stellte sich frech vor ihm hin, musterte ihn von oben bis unten und rief: Hey du, du gehörst doch auch zu diesem Jesus. Oh wie, jetzt ist Petrus in der Klemme, oder? Was soll er denn jetzt antworten? Ja, das ist wirklich schwierig. Vor allem, wenn immer mehr Leute einen beschuldigen. Dreimal wird Petrus gefragt, ob er nicht auch zu Jesus gehört. Und ich fürchte, da passiert genau das, was Jesus gestern Abend vorausgesagt hat. Nein, 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 rief Petrus. Ich sage es euch, bei Gott, ich schwöre es, ich kenne den Menschen nicht. Da krähte ein Hahn. Petrus zuckte zusammen. Plötzlich fiel ihm wieder ein, was Jesus gesagt hatte. Bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Nun war es geschehen. Da schlug Petrus seine Hände vor das Gesicht, bahnte sich einen Weg durch die Menschen, lief aus dem Hof und weinte und weinte. Irgendwie tut mir Petrus leid. Ja, mir auch. Ich würde ihn ja gerne trösten. Ja, aber jetzt müssen wir vor den Palast. Ich höre schon die vielen Menschen. Ich glaube, der Statthalter Pontius Pilatus kommt mit Jesus jetzt raus, um das Urteil zu sprechen. Komm! Die Nacht war vorüber. Ein neuer Tag brach an. Es war der Tag, an dem Jesus sterben sollte. Aber wer sollte Jesus töten? Der hohe Priester durfte es nicht tun. Nur die Römer konnten einen Verbrecher hinrichten. So wurde Jesus am frühen Morgen zu dem römischen Statthalter Pontius Pilatus geführt. Der war der oberste Richter und der mächtigste Mann im Land. Er wohnte zu dieser Zeit in einer großen Burg in Jerusalem und hatte viele Soldaten. Als die Priester und Ratsherren mit Jesus dort ankamen, blieben sie vor der Burg stehen, bis Pilatus zu ihnen herauskam. »Warum bringt ihr diesen Gefangenen zu mir?«, fragte Pilatus. »Weil er sterben muss«, riefen die Priester. »Aber was hat er denn getan?«, fragte Pilatus. »Er hat das Volk aufgehetzt. Er sagte, er sei unser König.« Da horchte Pilatus auf. »Wie?«, fragte er Jesus. »Bist du der König der Juden, der Retter, auf den sie warten?« »Ja«, sagte Jesus, »ich bin es.« Aber die anderen riefen, »er lügt, er ist ein Verbrecher, glaub ihm nicht.« Und immer mehr Anklagen
brachten sie gegen Jesus vor. Hörst du denn nicht, wie dich alle verklagen? Fragte Pilatus. Aber Jesus schwieg. Da wurde Pilatus unsicher. Was sollte er tun? Jesus verurteilen? Aber wenn er doch unschuldig war, oder sollte er ihn freigeben? Aber dann hatte er viele Juden gegen sich. Was passiert denn jetzt? Wie entscheidet sich Pilatus? Naja, er hat schon wirklich keine Ahnung, was er machen soll. Aber eigentlich ist es ihm auch egal. Er versucht einfach, dass es für ihn möglichst wenig Ärger gibt. Dann verurteilt er Jesus? Nicht direkt. Er versucht noch einen Trick. Er dachte sich, Moment, es ist doch der höchste Feiertag der Juden. Da tue ich so, als wäre ich besonders großzügig und gebe ihnen einen Gefangenen frei. Und dann lässt Pilatus das Volk entscheiden, ob es einen gefährlichen Verbrecher oder lieber Jesus freihaben will. Pilatus denkt sich, naja, natürlich werden sich die Leute für Jesus entscheiden. Ja, ist doch klar. Ja, eigentlich schon. Aber die Stimmung ist so aufgeheizt, dass die Leute sich wirklich für den Verbrecher entscheiden und gegen Jesus. Barabbas, gib uns Barabbas frei. Aber was soll ich denn mit Jesus machen? Fragte Pilatus unsicher. Ans Kreuz mit ihm, schrien sie alle. Ja, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und so bleibt Pilatus gar nichts anderes übrig, als Jesus zu verurteilen. Und dann musste Jesus das Kreuz tragen, ja, okay. Oder? Dann muss Jesus das Kreuz tragen. Komm. Wir begleiten ihn auf dem Weg. Vor der Mauer der Stadt lag der Hügel Golgatha. Dort sollte Jesus gekreuzigt werden. Die Soldaten schleppten ein Kreuz aus Holz herbei, legten es Jesus auf den Rücken und führten ihn hinaus vor die Stadt. Viele Menschen folgten dem Zug, aber das Kreuz war zu schwer. Oh weh, Jesus ist unter dem schweren Kreuz zusammengebrochen. Komm schnell, wir helfen ihm. Nein, warte. Die Soldaten rufen Simon von Cyrene, einen Bauern, der gerade vom Feld kommt, und sie zwingen ihn, Jesus zu helfen. Siehst du? Endlich erreichten sie den Hügel Golgatha. Die Soldaten legten Jesus auf das Kreuz, nagelten ihn an das Holz, an Händen und Füßen und richteten das Kreuz auf. Danach setzten sie sich unter das Kreuz und verlosten die Kleider, die Jesus gehörten. Weißt du, Ecki, ganz viele Leute sind hier am Kreuz vorbeigekommen und haben geguckt und haben gelacht, haben sich über Jesus lustig gemacht. Gerade noch hatten sie ihn wie ihren König in Jerusalem empfangen. Und jetzt haben sie ihn verurteilt und bringen ihn um wie den schlimmsten Verbrecher. Und immer wieder haben die Leute gesagt, hey, wenn du der Sohn von Gott bist, dann soll Gott dir doch helfen. Warum hilft er dir denn nicht? Oder hilf dir doch am besten direkt selbst. Aber Jesus weiß, dass das jetzt nicht geht. Und er weiß auch, dass er Gott, seinem Vater, jetzt vertrauen muss, auch wenn das fast unmöglich ist. Ja. Und dann ist es soweit. Jesus stirbt. Er schrie noch einmal laut auf und war tot. Aber siehe da, plötzlich bebte die Erde, Steine krachten, Felsen barsten und im Tempel riss der Vorhang mitten entzwei. Unter dem Kreuz aber stand ein römischer Hauptmann mit seinen Soldaten. Als dieser sah, was hier geschah, rief er: Wahrhaftig, dieser Mensch war wirklich Gottes Sohn. Komm, Ecki, kommt, Kokis. Lasst uns einen Moment ganz still hier bei Jesus stehen. Wer mag, kann ein kleines Gebet sprechen. Komm, Ecki, lass uns gehen. Kommen wir denn dann nochmal zu ihm zurück? Nein,
Nicht hierher. Aber Martin, es geht doch noch weiter, oder? Na klar, Ecki. Übermorgen ist Ostern. Dann geht es weiter. Und dann werden wir erleben, dass der Tod nicht das Ende ist.